So, wenn ich die App öffne, dann haben wir hier die Räume schon angelegt. Das heißt, diese Büro. Ja, hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal Smart Home Live. Heute zeige ich euch eine günstige Lösung für ein Multiroom-System. Also so ähnlich wie das Sonos-System, was ich in meinem ersten Video gezeigt habe, funktioniert es auch mit kleinen Abstrichen, aber wir gucken uns an Vor- und Nachteile und was man damit machen kann. Ja, und dann starten wir schon mit diesem Gerät. Vom Grundgedanken her ist das so ähnlich wie der Sonos IMP. Das ist von der Firma Eirelink. Diese ganzen gezeigten Geräte, also alles, was hier auf dem Tisch liegt, ist selbst gekauft und wird durch mich gesponsert quasi, ne? Und durch keinen sonst. Genau, das ist von der Firma Eirelink. Der Verstärker hat 2x50 Watt, also wenn ihr das sehen könnt, also wie gesagt, von den Grundgedanken her ist ähnlich wie der Sonos. Man kann hier zwei Lautsprecher anschließen mit jeweils 50 Watt. Man könnte hier das Ganze mit Netzwerk versorgen. Es gibt eine USB-Schnittstelle noch dabei. Ein- und Ausgänge für Audio und halt WLAN dazu. Und was sehr gut ist, was ich finde, ist Bluetooth-Schnittstelle. Ne? Wenn man das Ganze jetzt irgendwo in der Zwischendecke montieren würde oder in den betroffenen Raum montieren würde, dann könnte man auch die super nutzen. Ne? Natürlich würde ich nichts bringen, wenn ich das Ganze in den LAN-Schrank montieren würde und im Kinderzimmer irgendwo per Bluetooth ansteuern würde. Würde es nicht gehen, aber Vor-Ort-Funktionen wären auf jeden Fall machbar. Genau. Was ist der Vorteil von diesem System? Es ist auch sehr flexibel einsetzbar, also die Möglichkeiten sind natürlich nicht so wie beim Sonos, aber es gibt viele Möglichkeiten, die man umsetzen kann. Man fängt hier mit so einem Verstärker an, der steuert dann zwei Boxen an, als Beispiel wie bei uns jetzt Esszimmer und Wohnzimmer. Dann gibt es Ergänzungen, also aber nicht von diesem Hersteller, sondern von Audiocast gibt es Ergänzungen. Die kann man an ganz normale Verstärker anschließen. Als Beispiel hier so einen kleinen Verstärker oder wenn man jetzt einen größeren Verstärker hat mit mehreren Zonen, kann man mehrere von den Dingern einsetzen und als Multiroom nutzen. Ne? Das heißt, in diesem Raum würde eine Musik spielen und im anderen Raum würde auch eine andere Musik spielen und dann verbinde ich das Ganze in einer App. Das funktioniert wirklich super. Die App zeige ich euch komplett als Bildschirmaufnahme in meinem Handy und da ist es so, dass man komplett die Räume zusammenschieben kann. Man nimmt zum Beispiel Büro und schiebt ein Esszimmer rein und schon spielen die super synchron miteinander zusammen. Es gibt wirklich viel Auswahl. Also das ist nicht nur dieser Hersteller, der sowas anbietet. Es gibt verschiedenste Hersteller, die mit dieser App funktionieren. Ich zeige euch auch die App. Die ist grundsätzlich von Audiocast, so wie ich das verstanden habe. Und viele nutzen das auch diesem Hersteller heißt das ForStream, aber wenn man die Audiocast-App startet, kann man die Geräte auch ganz normal bedienen und benutzen. So, ganz kurz noch zu der Funktion. Also hier wird tatsächlich ein richtiger Lautsprecher angeschlossen. Das heißt, hier kommt der Lautsprecher dran. Ja, und hier bei dieser Variante muss halt ein Zwischenverstärker sein. Ne? Der Vorteil ist, man kann sogar solche Sachen wie so einen alten, hier so eine Bassbox, wer noch übrig hat, die kann man hier dran anschließen. Man klebt das Teil hier drauf und geht mit dem AUX-Eingang einfach hier rein. Das könnt ihr hier sehen, dass hier ein AUX-Eingang angeschlossen ist. Hier, ich ziehe das mal ab. So ein AUX-Cinch-Kabel kann dann hier dran angeschlossen werden an der Box und wird dann an diesem WLAN-Sender, also nochmal kurz, habe ich vergessen zu erwähnen, die Teile werden dann per WLAN eingebunden und die Teile halt per Netzwerk oder WLAN. Der kommt dann hier dran, wird angeschlossen, muss nur noch mit USB-Spannung versorgt werden, aber da dieser ja sowieso mit einer Netzspannung versorgt werden soll, da muss man sich halt die USB-Spannung auch herholen. Ja, in meinem Fall ist es nämlich so, dass ich das Ganze hier per WLAN einbinde und dann auf so einen Zwischenverstärker gehe, der auch ziemlich gut ist, wäre auch eine Möglichkeit, das Ganze irgendwo in der Decke zu verstecken und in der Zwischendecke oder irgendwo in der Wand, Revisionsklappe, wie auch immer. Und dann von da aus geht es auch tatsächlich mit einem Netzkabel rüber oder beziehungsweise mit einem Lautsprecherkabel. Jetzt haben wir den Vorteil, ja, dass wir hier an diesem Verstärker, um das Ganze jetzt zu testen, haben wir hier einmal USB. Somit kann ich mir die Spannung jetzt hier abgreifen. Wenn ich das Ganze hier anschließe, so, greife die Spannung an. Das leuchtet hier jetzt, wird mit WLAN verbunden.
Ja, bei diesen Teilen ist es ziemlich einfach, die WLAN-Verbindung mit dem WLAN-Router herzustellen, weil hier eine WPS-Taste gibt und auch er besitzt eine eigene WLAN-Sender, wo man mit dem WLAN reingeht und dann den WLAN von dem, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, von dem Router oder dem Passwort hier einträgt und somit sind die dann verbunden. Genau, vollständigkeitshalber der Karton, und zwar sieht das so im Endeffekt aus. So, wenn ich die App öffne, dann haben wir hier die Räume schon angelegt, das heißt diese Büro- und Esszimmer. Wenn ich jetzt auf Büro gehe, kann ich mir hier Musik einschalten und wenn ich dann auf Esszimmer gehe, kann mir jetzt Spotify einschalten. Ne? Das heißt, über Spotify könnte ich sogar auch das Ganze ansteuern. So, jetzt haben wir hier verschiedene Musikrichtungen spielen. Das heißt, hier spielt jetzt Spotify und hier spielt jetzt Radio. Ich hoffe, ihr könnt das hören. Und folgendes, wenn ich jetzt das Ganze zusammenlegen will, gehe ich wieder in die App, in die Audiocast-App, kann hier das Ganze einfach mal zusammenziehen. So. Und dann spielen die Lautsprecher komplett zusammen, ne? Auch super synchron, also wirklich hier und da ist genau die gleiche Musik. Ja, wie ihr seht, die Lautsprecher spielen super synchron und so entsteht halt ein Multiroom, ne? Dass man die Lautsprecher auseinanderziehen kann, man kann die beieinander ziehen und ja, so ist das komfortabel. Mit kleinen Abstrichen, es ist manchmal so, dass der erstmal noch eine Zeit braucht, bis der anfängt zu spielen oder wenn ich mit der Taste hier lauter und leiser machen will, könnte es sein, dass die halt ja, nicht so wie beim Sonos wirklich synchron den Lautstärkenpegel quasi beibehalten. Ne? Dass der jetzt bei 10% bleibt oder immer die 10% draufschlägt und hier auch. Es funktioniert eigentlich ganz gut, aber so ein paar Kleinigkeiten gibt es als Abstriche. Ansonsten für den Preis ist das wirklich eine mega Sache. Ja, was noch ziemlich cool ist, ist, dass die Lautsprecher von AirPlay aus, also aus dem Handy aus, könnte ich YouTube quasi ansteuern. Ne? Ich gehe einfach auf YouTube und gebe quasi meinen Ton frei per AirPlay und kann gezielt einen Lautsprecher auswählen und dieser Lautsprecher spielt dann auch per AirPlay ab. Und es ist so, wenn man die vorher in der App verbunden hat, dann spielen die auch gleichzeitig das Ganze ab. Ja, es funktioniert insgesamt ganz gut, gibt aber auch manchmal Rücksetzer oder beziehungsweise, dass dieser Lautsprecher erst später anfängt zu spielen. Aber ich denke, es liegt einfach daran, dass es verschiedene Hersteller sind. Wenn man jetzt mehrere von diesen Verstärkern holen würde, dann würde das Ganze auch rund funktionieren. Genau, aber wenn man jetzt ja sieht, diese wäre dann in einem Raum, der andere in einem anderen Raum. Wenn der jetzt etwas später angeht, also 2-3 Sekunden später angeht, dann ist das auch ja kein großes Problem. Also wenn wir die App öffnen, haben wir folgende Situation, dass die Räume angezeigt werden. Wenn ich jetzt Multiroom bilden wollen würde, müsste ich einfach den Lautsprecher hier mehr packen und einfach auf den ziehen. Aber wir gucken uns erstmal an, wenn ich jetzt in ein Büro reingehe, kann mir hier Musikrichtungen einfach auswählen, entweder Spotify oder TuneIn Radio. Und verschiedene andere Sachen, genau. Und wenn ich jetzt das Ganze als Multiroom nutzen will, ziehe ich einfach diesen Lautsprecher, also ich hole mir den, ziehe den auf den anderen Lautsprecher und schon verbinden die sich zu einem Multiroom-System und spielen das Ganze dann synchron ab. Und bis zu 6 Lautsprecher können miteinander verbunden werden. Die App ist wirklich super einfach aufgebaut. Ja Leute, wie ihr seht, gibt es auch günstigere Varianten Multiroom umzusetzen. Natürlich mit kleinen Abstrichen wie beim Sonos. Das funktioniert ein bisschen hakliger alles. Und insgesamt passt das System, aber es wird auch ständig erweitert. Immer wieder, wenn ich eine App aufmache, wird nach einem Update gefragt. Somit wird auch ständig daran gearbeitet. Also es ist nicht so, dass die komplett stehen bleiben. Also diese App wird, wie gesagt, von mehreren Herstellern benutzt. Und somit kann man da auch mit Updates auf jeden Fall rechnen. Das ist nämlich auch ziemlich wichtig. Was ich vergessen habe zu erwähnen, es gibt bis zu 6 Räume können, also bis zu 6 Zonen können eingerichtet werden. Das wird ständig auch ausgebaut, sodass man auch auf eine Komplettlösung setzen kann. Aber wenn eine kleinere Anlage hat, ist für den ist das perfekt. Hier ist der Vorteil halt mit dem Bluetooth, dass man mit dem Bluetooth sich verbindet und die Sachen abspielen kann, die man möchte. Er hat ja auch einen eigenen Musikplayer quasi, wo man von NRS-Server oder sowas zugreifen kann, um das Ganze abzuspielen. Aber es geht auch, wie gesagt, mit Bluetooth.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.